So, meine Damen und Herren, jetzt kommt der schönste Augenblick des Theaters. Und zwar, jetzt komme erstmal ich. Oh yes, ladies and gentlemen, that's me. Das bin ich. Und zwar, ich stelle mich erstmal ganz kurz vor. Mein Name ist Andi. Andi Arbeit. Und ich bin da sozusagen der Leiter des Klimbimboriums, des wohl kleinsten Theater der Welt. Herzlich willkommen erstmal Fusion Festival. Oh yes, hier geht die Party ab, oder? Ich glaube, euch macht die Sonne bestimmt auch ein bisschen zu schaffen. Eure Hirne sind auch leicht durchgebrutzelt, oder? Ja. Na, dann kommt jetzt genau das Richtige für euch. Und zwar fängt das Ganze erstmal an in leichter Tradition des Theaters Klimbimboriums. Und zwar erstmal herzlichen Applaus für meinen langjährigen Kollegen und besten Partner. Ein herzlicher Applaus für Mr. T-Rex. Yeah, that's Mr. T-Rex. Yeah, that's me. Mr. T-Rex. Und wir beide so sind schon lange auf Tour zusammen. Ja. Yeah. Und wir haben so einen Song zusammen, weil wir machen ja Musik. Yeah, wir haben so einen ziemlich coolen Song mitgebracht. Und der fängt, wollen wir den einfach mal spielen? Ja. Yeah. Okay. Geschichte, und zwar jetzt seid ihr dran. Und zwar, wenn ich sag Ledercouch, dann sagt ihr Ledercouch. Wie? Ledercouch. Alright, wir probieren das mal alle zusammen, und zwar 1, 2, 3, 4 Ledercouch. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4 Ledercouch. Also bitte, es geht noch ein bisschen lauter. Ledercouch. Ah, yes. Ja. Er hat's verstanden. Also nochmal alle zusammen. Ledercouch. Ledercouch. Alright. Und nochmal. Ledercouch. Ledercouch. Sehr gut. Und wenn ich sage, 1 Meter Ledercouch, dann sagt ihr? Ledercouch. Ihr sagt 1 Meter Ledercouch. 1 Meter. Sehr gut. Und wenn Mr. T-Rex sagt? 2 Meter Ledercouch. Dann sagt ihr? 2 Meter. Sehr gut. Intelligentes Publikum, muss ich schon echt sagen. Wow. Fusion, 5 Tage hier. Das ist schön. Das Wetter macht euch auf jeden Fall. Bitter. Ja. Immer bitter. So, los geht's. Jetzt kommt der Part,
Und zwar sag ich Leder-Couch. Yes, nochmal. Leder-Couch. Ich sitz auf meiner Leder-Couch. Yeah. Leder-Couch. Yeah. Ist ne 1 Meter Leder-Couch. Leder-Couch. 2 Meter Leder-Couch. 20 Meter Leder-Couch. 30. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, Leder-Couch. 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 Flitz ich. Vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt kommt die große Frage, könnt ihr denn noch alle? So, große und kleine Kinder, seid ihr noch alle da? Ja! Und könnt ihr noch weitermachen? Ja! Alles klar, super. Und zwar jetzt, das Besondere ist, mein Name ist Andi Arbeit und ich bin der tägliche Begleiter von eines sozusagen upcoming Stars. Und dieser Star heißt Komma Klaus. Und Komma Klaus kommt jetzt erstmal raus. Ja, so. Yes! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Jusen, was geht? Yes, Mann! Also, liebe Kinder, große und kleine, ich habe euch was sehr, sehr Schönes mitgebracht. Und zwar habe ich mitbekommen, so, wir sind ja gewissermaßen auf der anderen Seite dieses Festivals. Und in diesem Festival geht es um diverse Themen, die wir, ja, so sozusagen, ich habe so ein Lied mitgebracht, es geht um Bienen und Blumen. So, und ich bin ja mal gespannt, ob ihr mit hoher Stimme etwas mitsingen könnt, und zwar... Es ist ein bisschen kompliziert, ich bin sehr gespannt. Und es geht so. Und zwar singt ihr, was seid ihr denn für Bienen? Könnt ihr das mal sagen, bitte? Was seid ihr denn für Bienen? Was? Genau. Die immer den Schwanz einziehen. Die immer den Schwanz einziehen. Sehr gut. Und was seid ihr denn für Blumen? Die sich im Geschlossensein üben. Sehr gut. Alles klar. Und jetzt nochmal alles zusammen. Also, was seid ihr denn für Bienen? Was seid ihr denn für Bienen? Die immer den Schwanz einziehen. Die immer den Schwanz einziehen. Und was seid ihr denn für Blumen? Was seid ihr denn für Blumen? Die sich im Geschlossensein üben. Die sich im Geschlossensein üben. Sehr gut. Alles klar. So, jetzt mache ich mal ganz kurz eine Sache, und zwar... Alright. So, und jetzt habe ich ein kleines Lied dafür mitgebracht. Und zwar, es beginnt jetzt. Ladies and Gentlemen, das geht an die Großen und die Kleinen und alle drumherum. Dieses Lied. Und zwar: Erst kam Tinder. Und nach jedem Winter kam Tinder-Kinder zur Welt. Den man diese Geschichte erzählt. Wir sind wie Bienen, die dann immer weiterziehen. Und hier und da nur kurz vorbeischauen, aber sich lieber nicht festlegen. Und wir sind wie Blumen, weil wir alle voll schön aussehen.
Und dann gibt's immer ein paar Bienen, die dieses Spiel so nicht verstehen. Genau. Aber das schlauste Kinderkind sagte: Sing, dass ihr mir auf die Bienen macht. Applaus nochmal für Komma Klaus. So, nun bin ich wieder da. Und genau, wir haben noch zwei kleine weitere Szenen mitgebracht. Es ist alles ein bisschen geschrumpft, dementsprechend der Hitze und allem zu verschulden. Aber wir haben heute jemanden mitgebracht, und zwar zwei Wesen, zwei sehr sonderbare, die man hier auf dem Gelände diverse Male trifft. Und zwar gibt es jetzt ein kleines Wettrennen. Und zwar zwischen dem Krokodil, Peter, und einem Wildpferd, Speedy. Und es geht heute mal um die Banane. Genau. Viel Spaß. Oh.
Gefallen. Ja? Sehr schön. Nun, ich glaube, also heute dieses Gott besonderes Special an die Arbeit und Komma Klaus. Deswegen, ich will mal sagen, jetzt kommt einfach nochmal Komma Klaus und ich sag schon mal Tschüss, okay? Ja. Also Komma Klaus. So, ja, Moment, ganz kurz. Komma Klaus, komm raus! So, da bin ich, hier. So, meine Damen und Herren. Ja. Ich bin jetzt nochmal hier und zwar habe ich noch ein Lied für euch mitgebracht. Und zwar dieses Lied geht, wie ihr schon seht, um eine Sache, und zwar dieses Gerät, was ich hier oben hängen habe, das ist aus einem besonderen Material, und zwar aus Holz. Und das liegt mir sehr am Herzen, liebe Fusion, liebe große und liebe kleine Kinder. Ich finde, das ist der größte Spielplatz, auf dem wir uns eingefunden haben, den es irgendwie wahrscheinlich deutschlandweit oder vielleicht weltweit gibt. Man weiß es nicht genau. Und das Einzige, was diese Menschen hier zueinander bringt, sind irgendwie, dass wir schöne Sachen und vor allem irgendwie tolle Kunst, whatever, machen. Und ihr seht gerade eben ein Krokodil, das eine Gitarre in der Hand hat. Ist das nicht ein bisschen verrückt? Ja. Ja? Ist aber so. Und deswegen dieser Song, dieses Lied. Viel Spaß. Ja. Hey, Anton. Aus welchem Holz bist du denn geschnitzt? Oder weißt du auch nicht aus, was du bist? Denn auf der Suche danach steht was Großes im Raum. Nur ich sieh's wohl bloß und du vor lauter Bäumen kaum. Du Holzkopf, ich Holzkopf, du Holzkopf, ich Holzkopf.
Licht und die Hoffnung da ist, verbrannte so lange nicht. Bis jemand sagt, was dich betrifft, dass in dir so viel steckt und man es selbst so schnell vergisst. Der Jahresdreher, in dem wir im Jetzt beginnen, schreiten alle in blödsten Feuer, schreiten das düste Abenteuer. Denn ich brenn nur darauf, ich brenn nur darauf. Du Holzkopf, ich Holzkopf, du Holzkopf, ich Holzkopf. Die beiden Assistenten und Praktikanten Viktor Waldmann